Ja, Ina Brandes ist Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und daher freuen wir uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Sie alle zu sehen. Liebe Madeleine Frey, danke, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen in diesem wunderbaren Haus. Ich möchte zunächst mal die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen, liebe Frau Luhrberg, bei Ihnen, liebe Frau Dr. Franz und auch bei Ihnen, liebe Frau Dr. Rischhoff-Patzinger, auch wenn wir heute nicht bei Ihnen zu Gast sind, aber es ist ja trotzdem alles eine Familie, eine brüderliche Familie, wie wir gerade gelernt haben, ganz herzlich zu bedanken für die hervorragende Zusammenarbeit. Sie wissen das, wir sehen als Land Nordrhein-Westfalen die Landschaftsverbände als einen unserer wichtigsten Partner in der Kulturpolitik. Wir machen ungeheuer viel zusammen. Wir sehen uns gefühlt ja auch jede Woche. Also wir sehen uns im Moment wirklich jede Woche. Wir haben gemeinsam die Plattform Kulturklima geschaffen. Wir kümmern uns gemeinsam um Provenienzforschung. Wir machen ganz viele Ausstellungsprojekte gemeinsam. Wir haben letzte Woche gemeinsam in der Abtei Brauweiler die Gedenkstätte im ehemaligen KZ eröffnet. Auch die glücklicherweise inzwischen barrierefrei gestaltet, passt also zum heutigen Thema. Also ganz herzlichen Dank für die wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir sehr viel zusammen bewegen und deswegen bin ich auch sehr gerne heute zu Ihnen gekommen. Ich bin aber auch deswegen gerne zu Ihnen gekommen, weil natürlich für mich ist das Thema Teilhabe an kulturellem Angebot das zentrale kulturpolitische Thema überhaupt. Also wenn wir in der Kulturpolitik nicht den Anspruch haben, alle Menschen mitzunehmen, allen Menschen ein Angebot zu machen und allen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gemeint sind, dann machen wir aus meiner Sicht einiges falsch. Das führt dazu, dass wir bei mir im Ministerium sehr, sehr viele Projekte haben. Sie haben den Diversitätsfonds genannt. Es gibt aber eine ganze Reihe auch noch von anderen Angeboten, die sich ganz gezielt damit beschäftigen, allen Menschen Teilhabe am Kulturangebot zu ermöglichen. Und das Interessante ist ja, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, wir waren ja auch zusammen bei der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Und für diejenigen, die noch nicht da waren, das ist so, dass in jedem Saal auch ein Angebot gemacht wird, entweder für Kinder und Jugendliche, die neu ins Museum kommen, oder für Menschen mit bestimmten Einschränkungen, sodass man einen etwas anderen Zugang zu dem findet, was da ausgestellt ist. Das hatte zur Folge, dass wir in unserem Vorabrundgang, den wir machen durften, der dann immer etwas hochtrabend VIP-Rundgang genannt wird, von einem Raum zum anderen gegangen sind und nichts anderes passiert ist, als dass wir uns alle sofort auf diese besonderen Ecken gestürzt haben, weil das die Ecken waren, wo es Dinge zu erleben gab, die man nicht ohnehin schon häufiger mal gesehen hat und gut kennt. Also dieses besondere Teilhabeangebot, das sich eigentlich an Menschen, im Wesentlichen an Menschen richtet, die mit bestimmten Einschränkungen leben, ist eigentlich immer dasjenige, das für uns alle das Interessanteste ist, weil es meistens einen ganz anderen und sehr interessanten Zugang zu der Kultur gibt, die es dort zu sehen gibt. Und das ist für mich ein ganz symptomatischer Punkt, dass wir eben manchmal es auch etwas zu kompliziert denken und manchmal auch eine künstliche Grenze ziehen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Insofern, wie gesagt, mir ist das Thema enorm wichtig und ich gebe Ihnen recht, Frau Luhrberg, wir haben noch viel zu tun, bis wir in Programm, Personal und Publikum in der Kultur wirklich die Gesamtbevölkerung repräsentieren. Ich habe aber das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Also ich erlebe eigentlich kein kulturelles Angebot mehr, sei es eine Institution, sei es ein Programm oder Projekt, das jetzt neu an den Start kommt, wo nicht ganz gezielt mit überlegt wird, wie beziehen wir Menschen mit ein, die wir normalerweise nicht dabei hätten oder an die wir vielleicht vor 10 oder 15 Jahren nicht gedacht hätten. Ein Aspekt, der mir dabei inhaltlich allerdings besonders wichtig ist, ist derjenige, dass wir uns einmal vorab überlegen, wen wollen wir denn eigentlich mit dabei haben, wer ist uns denn eigentlich besonders wichtig in diesem Zusammenhang und dass wir diese Gruppe auch zum Teil des Prozesses machen. Weil ich glaube, dass in der Vergangenheit eine Hauptherausforderung gewesen ist, warum manche Angebote einfach auch nicht funktioniert haben, dass wir selbst in einem Raum gesessen haben und uns Gedanken darüber gemacht haben, was eine andere Gruppe wohl vielleicht gut finden würde. Das ist selten aus meiner Erfahrung der Weg zum Ziel. In aller Regel der Fälle ist es gut, diejenigen, die man ansprechen will, mit reinzunehmen, zum Teil des Prozesses zu machen, dieses Berühmte von Betroffenen zu Beteiligten zu machen und sagen, wie müssen wir das denn hier so gestalten, dass euch das Spaß macht und dass ihr davon etwas habt und dass ihr euch angesprochen fühlt.
Das ist ein Schritt, den machen wir inzwischen häufig. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir ihn immer machen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Schlüssel zum Erfolg in diesem Zusammenhang. Ein anderer Punkt, der mich manchmal etwas verblüfft, ist so ein bisschen der, sagen wir mal, in der Kulturpolitik oder in der Kunst würde man vielleicht sagen, der Widerspruch in Anführungsstrichen zwischen Feuilleton und Publikum. Wir haben viele Häuser, viele große Kultureinrichtungen und altehrwürdige und sehr renommierte Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die aus meiner Perspektive manchmal ein bisschen Angst haben, das Feuilleton zu vergraulen. Und deswegen wird ein Programm gemacht, das unser Eins mit Mühe und Not versteht und auch nicht immer genießt, muss man sagen. Wir sehen aber auf der anderen Seite ganz häufig, dass diejenigen, die sich trauen, aus dieser Situation rauszutreten und zu sagen, wir trauen uns mal, in Anführungsstrichen, etwas zu machen, was den Leuten wirklich gefällt und was vielleicht auch Leuten gefällt, die sonst nicht kämen, meistens sehr, sehr erfolgreich sind. Ich habe das vor 2 Wochen erlebt, also ich bin großer Fußballfan, und es gibt jetzt ein Riesenkulturprogramm im Rahmen der Europameisterschaft in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich kann eigentlich im Moment jeden Abend meine großen Leidenschaften Kultur und Fußball miteinander verbinden. Also für mich sind das wirklich gute Wochen im Moment. Und ich war neulich im Schauspielhaus in Düsseldorf, wo das Feuilleton eine große Rolle spielt. Und die haben einen Abend gemacht, Glaube, Liebe, Fußball. Und da haben wir 90 Minuten vor dem Schauspielhaus gesessen, uns wirklich totgelacht. Es war unheimlich gut gemacht. 90 Minuten, eine vollkommen skurrile Geschichte über Fußball. Ich habe an diesem Abend ungelogen, also mindestens 10-mal den Satz gehört, also ich war ja noch nie im Theater, aber das ist hier irgendwie gut. Der Intendant hat sich trotzdem 8-mal bei mir entschuldigt dafür, dass wir jetzt Fußball machen im Schauspiel. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen. Also natürlich ist das ein Ort der Hochkultur und natürlich werden da die großen, wichtigen Themen dieser Zeit verhandelt und debattiert und das ist ein Ort, wo das alles stattfinden kann, überhaupt keine Frage. Aber dass wir uns dann und wann mal was leisten, wo wir sagen, jetzt sprechen wir mal diejenigen an, die in 100 Jahren sonst nicht ins Theater gegangen wären, die aber sagen, das hört sich irgendwie so an, als würde das ein lustiger Abend werden. Ich glaube, davon können wir alle nur profitieren. Und wenn nur ein Drittel von denen, die den Abend da gut fanden, sagen, ach, das war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es war ja, also ne, das mit den Codes, was Sie vorhin angesprochen haben, ist ja völlig richtig. Das war ja, hatte gar keine Einlasskontrolle stattgefunden. Es war gar nicht die Frage, was ich für eine Handtasche habe und wie meine Haare frisiert sind. Es war alles super. Wenn ein Drittel von denen wiederkommt, dann war dieser Abend nicht nur übers Inhaltliche und über mein persönliches Amüsement hinaus, dann war dieser Abend auch kulturpolitischen Erfolg. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, da tun wir uns einen Gefallen damit, wenn wir diese Gedanken etwas stärker zulassen. Ich glaube, dass es gar nicht so einen großen Widerspruch gibt zwischen Feuilleton und Publikum, wie wir manchmal uns selber sagen. Aber ich glaube, wir tun uns einen Gefallen damit, wenn wir immer wieder uns Gedanken darüber machen, wie holen wir alle Menschen rein, so dass es zu uns als Kultureinrichtungen passt, so dass wir daran Vergnügen haben, aber eben alle anderen Menschen auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen und vergnüglichen Tag. Vielen Dank.